Hallo liebe Reisefreunde, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dirk, schön, dass ihr mich wieder eingeschaltet habt. Mich haben viele Anfragen per E-Mail erreicht und die Fragen, die am häufigsten gestellt wurden, habe ich jetzt mal zusammengetragen und diese werde ich heute in Form eines Videos beantworten. Vor einiger Zeit habe ich die H7-Leuchtmittel gegen die Nightbreaker LED-Leuchtmittel ausgetauscht. Dazu gibt es ein Video. Und genau bezüglich dieses Videos hat es eine Menge Kritik gehagelt, das Fernlicht sei für den Fiat Ducato nicht zugelassen. Ja, jetzt natürlich die Frage, warum? Das hat mir auch niemanden sagen können. Für mich ist das Fernlicht zugelassen, es ist auch zugelassen, daran gibt es gar keinen Zweifel. Das werde ich dann auch nachher euch zeigen. Wir schauen da mal in die ABG rein. Das ist das 14-seitige Dokument, was wir ja herunterladen mussten und im Fahrzeug für den Fall, dass wir in eine Kontrolle kommen, auch vorweisen müssen. Ja, und einer war dann so erbost gewesen, hat gesagt, schau doch mal bitte, per E-Mail hat er mir das geschrieben, schau doch mal bitte in die Bedienungsanleitung rein, dann weißt du das. Ja gut, jetzt muss ich sagen, die Bedienungsanleitung habe ich hier. Das ist aber auch kein Dokument. Und das ist nur eine Einbauanleitung und wenn ich hier mal reinschaue, ja, dann finde ich auf der ersten Seite den QR-Code, mit dem man die ABG herunterladen kann. Auf der zweiten Seite, da steht tatsächlich etwas vom Abblendlicht, aber da steht Low Beam, das heißt also die Leuchtbreitenregulierung nach ganz unten regeln, das Licht ausschalten, die Zündung ausschalten, damit eben kein Fehler in das Steuergerät eingetragen wird. Und auf den folgenden Seiten hat man dann die verschiedenen Einbaumöglichkeiten, also dass das Leuchtmittel eben mit einer Feder geklemmt ist, mit einem Sprengring, mit einer Stahlfeder oder mit einer entsprechenden Klammer. Dann wird das Ganze eingebaut. Man kann ja nicht erkennen, ob das jetzt Aufblendlicht oder Abblendlicht wäre, weil ich ja in diese Bedienungsanleitung mal schauen sollte. Und dann findet man am Ende noch den Hinweis, dass es notwendig sein kann für einige Fahrzeughersteller, dass man einen Adapter benötigt. Trifft für den Fiat Ducato nicht zu. Und auf der letzten Seite sieht man dann nochmal, dass es notwendig sein kann für einige Fahrzeugmodelle. Trifft auch wieder für den Fiat Ducato nicht zu. Dass man einen Smart CAN-Bus Adapter benötigt, so dass das Steuergerät keinen Fehler kennt. Also in der Bedienungsanleitung steht nichts drin, aber wir schauen jetzt mal in die ABG rein. Ja, wir schauen jetzt erstmal in die ABG rein, die wir ja mitführen müssen. So, wir hätten hier die allgemeine Bauartgenehmigung, kurz ABG. Und da schauen wir mal auf die richtige Seite. Ja, Seite 9 hätten wir hier schon mal. Und dort ist aufgeführt der Citroën Chamber. Aufblendlicht, Fernlicht zugelassen. Da steht hier alles so schön drin. Wir blättern jetzt eine Seite weiter. Auf der Seite 10 finden wir den Fiat Ducato. Mit der entsprechenden Genehmigungsnummer Ducato M2N1N2. Da sind auch einige Adria-Modelle mit aufgeführt. Das sind teilintegrierte Fahrzeuge und integrierte Fahrzeuge, die dafür auch zugelassen sind. Und hier haben wir auch wieder Aufblendlicht und Fernlicht. Und gehen wir weiter zur Seite 11. Und dort müssten wir den Bischo Boxer finden, ja, auch wieder M1, N1 und N2, Aufblendlicht, Fernlicht. Also das hat sich jetzt geklärt, das Fernlicht ist für den Fiat Ducato zugelassen. Ich muss eins noch sagen, ich hatte mir das erste Set bereits schon Anfang April bestellt. Da war gerade so die Zulassung für das Abblendlicht freigegeben. Und dann wollte ich eigentlich das Video drehen und dann plötzlich Ausgangssperre. Und nächtliche Ausgangssperre, so dass ich den Fahrtest bei Dunkelheit nicht durchführen konnte. Deswegen lagen erstmal die Leuchtmittel oder dieses Set eben halt einen anderthalben Monat bis Mitte Mai. Und dann war aber auch schon das Fernlicht zugelassen. Es kann natürlich sein, wenn einer gleich zugegriffen hat und hat sich
diese ABG schon ausgedruckt im April, also Anfang bis Mitte April, würde ich mal sagen. Ende April war dann auch das Fernlicht genehmigt. Der hat natürlich die Fahrzeuge hier nicht drinstehen, also er muss sich nochmal die genaue Bezeichnung von diesem Leuchtmittel heraussuchen und muss nochmal neu ausdrucken und dann ist das Ganze auch konform. Eine weitere sehr häufige Frage, die mich erreicht hat, betrifft die Dolette und da heißt es immer, warum hast du noch kein Sugsystem verbaut? Und da muss ich sagen, okay, jetzt hier so ein schwarzer oder grauer Kasten dran, das gefällt mir von der Optik her nicht ganz so gut. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man das Ganze Unterflur ausströmen lässt oder eben zur Dachfläche nach oben. Das ist günstiger, weil man dann im Prinzip keine Gerüche hat im Umfeld, denn hier habe ich auch immer die Bedenken gehabt. Man muss ja sehen, nicht nur wenn man den Schieber zieht, ist diese Anlage aktiv, sondern man hat ja auch passiv sozusagen die Entlüftung über den Schlauch, der ständig offen ist, nach außen. Und damit können natürlich auch Gerüche austreten. Mir ist natürlich bekannt, dass hier nochmal ein Aktivkohlefilter verbaut ist, der wahrscheinlich die Fäulnisgerüche verhindert. Aber ganz sicher bin ich mir da ganz einfach auch nicht. Schreibt es doch mal in die Kommentare, ob man da wirklich nach außen hin überhaupt nichts riecht. Das wäre vielleicht auch für andere, die fragen, ganz interessant. Ich muss sagen, ich betreibe die Toilette auch nicht vollumfänglich. Für das kleine Geschäft ist das alles in Ordnung. Wunderbar, wenn man in eine Stadt kommt, muss man nicht nach Toilette suchen, kann hier gehen oder unterwegs muss man nicht die Rasthöfe nutzen oder wenn man früh morgens aufsteht, ist es ja sowieso das Erste, dass man die Toilette benutzt. Für die große Sache, da muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich mir es nur sehr schwer vorstellen. Ich habe damals, als Heike die Probleme hatte mit ihrem Darm, habe ich gesagt, ja gut, nutzt die Toilette, ist alles in Ordnung. Und da muss ich sagen, das war auch kein Problem gewesen, auch nicht von den Gerüchen her. Ich habe ohnehin sozusagen eine Toilettenphobie. Das heißt also, 6 oder 7 Tage meldet sich da eigentlich überhaupt gar nichts, wenn ich irgendwo fremd unterwegs bin. Ja, also wie gesagt, das ist nicht notwendig und damit klärt sich natürlich auch gleich die zweite Frage. Eine Trenntoilette kommt für mich damit auch nicht in Frage. Die nächste Frage bezieht sich auf die Anhängerzugvorrichtung und da habe ich einige Fragen. Die einen sagen, es funktioniert soweit alles ganz gut, aber wenn ich rückwärts fahre, dann habe ich immer dieses Piepsignal, als wäre ein Hindernis im Wege, aber das ist nicht und das liegt wahrscheinlich daran, dass die Kugel als Hindernis erkannt wird. Das liegt sicherlich an dem Abstand dieser BDCs. Ich weiß nicht, ob man da genau mit einer Schablone arbeitet oder ob man das Bi mal Daumen einbringt, diese Bohrung, und dann steht das zu nah dran und dann wird sozusagen die Kugel als Hindernis erkannt. In dem Fall könnte man sich vielleicht abhelfen, wenn man die inneren BDCs direkt am Modul abklemmt, so dass nur noch die äußeren aktiv sind und das reicht ja eigentlich auch, wenn man die Rückfahrkamera hat. Andere wiederum haben gesagt, das funktioniert überhaupt gar nicht mehr und andere haben gesagt, das Kabel, was jetzt von diesem Anhängermodul kommt, dieses grau-grüne Kabel, was man dann verbindet mit diesem BDC-Modul, das ist nicht plusgesteuert, sondern das ist minusgesteuert. Jetzt habe ich bei mir geschaut, das ist plusgesteuert, sonst würde das Ganze ja gar nicht funktionieren. Und das schauen wir uns jetzt mal genau an. Wir machen mal Folgendes und schauen nach, ob der richtige Elektrosatz überhaupt verbaut ist. Fiat Ducato, mein Modell, habe ich schon eingegeben. Und jetzt gehe ich auf Suchen, AHK, und finde schon die richtige Anhängerzugvorrichtung mit dem richtigen Elektrosatz. Wir brauchen ja die BDC-Abschaltung und jetzt gehe ich mal runter in die Artikelbeschreibung und suche mir mal den Schaltplan für das Steuergerät. Da müsste man dann auch erkennen, welches Steuergerät dort angegeben ist. Ja, ich scroll mal weiter nach unten und vergrößere das Ganze mal. Ja, hier haben wir das Steuergerät. Ich mache das mal größer. Also das Dreheldeck 11A, das ist also das richtige Steuergerät, was verbaut ist. Und hier kann man auch erkennen nochmal, wie das Ganze eingebaut wird mit der Schaltung und wie die Stecker verbunden werden. Und jetzt kommen wir gleich zu dem Schaltbild mit der BDC-Abschaltung. Und da hat man einmal die Möglichkeit, entweder das Kabel einfach zu verbinden oder fachgerecht das Kabel auszubinden. Und dann sollte das Ganze auch entsprechend funktionieren.
Wer selbst die Anhängerkupplung verbaut hat, der kann sich vielleicht noch erinnern, auf der rechten Seite in der C-Säule hatte man ja diesen ganzen Backkabel, also dieses rot-schwarze Kabel, ganz dünn, und das hat man einfach zusammengeknüllt gehabt und einfach in die Säule hineingesteckt. Da habe ich mich ja damals mörderisch darüber aufgeregt. Ich habe mich gefragt, wer macht denn sowas? Das trägt ja nicht die Handschrift von Fiat. Aber Adria, das konnte ich mir auch schon fast nicht vorstellen, dass man derart stümperhaft die BDC-Module verbaut. Aber ich nehme mal an, das war doch letztendlich so gewesen. Gut, das sei mal dahingestellt. Man hat also für die Stromverführung, für dieses BDC-Modul, hat man sich das Plussignal direkt vom Kabel genommen für die Rückfahrscheinwerfer. Das ist also dieses grau-grüne Kabel. Und dort hat man sozusagen einen Stromdieb verwendet und hat dann dieses dünne rote Kabel angeschlossen. Das ist eigentlich auch nicht richtig. Das Kabel ist so dünn und die Rückfahrscheinwerfer sind ganz anders abgesichert. Das heißt also, wenn es dort zu einem Kurzschluss kommt, dann glüht das Kabel. Und das kann nicht sein. Also das ist schon mal nicht vorschriftsmäßig. Das schwarze Kabel, was ja auch so dünn war, hat man einfach dann gegen Masse geklemmt irgendwo. Und damit hat es erstmal funktioniert. Wenn man dann die Anhängerkupplung verbaut hatte, dann musste ja sozusagen, wenn ein Anhänger oder ein Fahrradträger angekoppelt war, musste ja das Signal dann in dem Moment abschalten. Und deswegen hat man nur ein neues, separates Kabel, welches an die Stelle kommt, wo zuvor eigentlich das rote Kabel dran war. Günstig wäre es gewesen, denn da war schon der richtige Bind drin, wenn man einfach das rote Kabel ausbinden konnte. Viele haben gesagt, ja, das geht nicht. Man braucht da entweder einen kleinen Schraubendreher, muss auch wissen, wie das geht. Oder es gibt auch komplette Sets, wo man eben halt solche Bins sozusagen ausbinden kann. Oder man müsste eben einfach das Kabel durchtrennen und mit einem Kabelverbinder sozusagen die Kabel dann verbinden und dann würde das auch gehen. Das heißt also, die Pluszuführung kommt jetzt direkt vom Steuergerät und findet nicht mehr über dieses Kabel zu den Rückfahrscheinwerfern statt. Viele haben noch argumentiert, da ist ja gar kein Mikroschalter mehr in der Steckdose. Gut, braucht man auch nicht mehr, denn das regelt das Steuergerät. Das erkennt das ganz einfach auch an der Belastung. Jetzt hat es bei mir wunderbar funktioniert, muss ich sagen. Gab es keine Probleme. Und dann erhielt ich aber Rückfragen und da hieß es, bei mir funktioniert das überhaupt nicht mehr. Und bei dem einen oder anderen war es so gewesen, dass auf diesem grau-grünen Kabel, welches vom Steuergerät kommt, ein Minussignal drauf ist. Und da habe ich mir gesagt, gut, das ist ein anderes Steuergerät. Und da hat man mir gesagt, nein, das ist das Dreheldeck 11A. Was ich auch verbaut habe. Das konnte ich mir nicht so vorstellen. Man kann aber auch keine Kabel falsch anschließen. Also eigentlich geht das gar nicht. Gut in der Anhängersteckdose, aber dann würde das generell nicht funktionieren. Und diese Kompaktstecker an diesem Anhängerbaustein kann man auch nicht falsch anschließen. Das konnte ich mir nicht erklären, warum das so ist. Und als damals das Adria-Wendt-Treffen in Rindeln stattgefunden hatte, das ist ja auch schon einige Zeit her, kamen plötzlich 5 Mann zu mir, die gesagt haben, hey, bei mir auf diesem Kabel ist ja Minus drauf und nicht Plus und darum funktioniert das nicht. Und da habe ich mich auch überzeugt davon und paradoxerweise war es so, war der Fahrradträger angekoppelt, lag ein Minussignal an und war der Fahrradträger nicht angekoppelt, lag kein Signal an. Viele haben auch gesagt, bei mir liegen da 3,3 oder 2,8 Volt an. Da muss man aufpassen, dass man da nicht jetzt Kabel, die jetzt nicht direkt mit Masse verbunden sind, da misst man unter Umständen vielleicht eine Kennbusspannung, die mit durchgeschleift wird oder wenn eine elektronische Schaltung verbaut ist, dass man da die Rücklaufspannung von Transistoren misst, also in der Sperrrichtung. Das ist alles durchaus denkbar. Da kommt man besser weg, wenn man eine Prüflampe benutzt, die dann eben entweder brennt oder nicht brennt und da geht das eigentlich viel besser zu überprüfen. Ja, und da habe ich dann gesagt, man braucht dann dazu, funktionieren würde es auch, aber man braucht dazu ein handelsübliches Umschaltrelais. Und das schauen wir uns jetzt mal an, wie wir das Umschaltrelais einbauen müssen, um dass die ganze Sache dann wieder funktioniert. Wir hätten jetzt das Umschaltrelais mit dem entsprechenden Schaltbild.
An die Klemme 86 müssten wir das Plussignal vom Rückfahrscheinwerfer bringen. Das heißt also von der weiß-grünen Leitung, wo zuvor das rote Kabel mit diesem Stromdieb angeklemmt war. Also vorher prüfen, ob dieses weiß-grüne Kabel, welches jetzt neu von diesem Anhängermodul kommt, auch wirklich minusgesteuert ist. Wenn dem so ist, dann ist dieses Kabel an die Klemme 85 anzuschließen. Das ist ebenso ein weiß-grünes Kabel. Die Klemme 30 ist immer Dauerplus. Wir haben auf der rechten Seite kein Dauerplus zur Verfügung. Das müsste man sich holen von der linken Seite, denn wir schließen ja auch die Batterie an. Das ist aber nicht notwendig. Das Dauerplus holen wir uns ganz einfach auch von diesem weiß-grünen Kabel, welches zu den Rückfahrleuchten führt. Also ganz normal ein Y-Kabel verbauen, so dass die Klemme 86 mit verbunden ist. Und zum Schluss müssen wir die Verbindung herstellen zum PTC-Modul. Das heißt also, von der Klemme 87A wird ein Kabel geführt zum PTC-Modul und das Kabel kommt dort hinein, wo wir eigentlich hätten das rote Kabel ausbinden müssen. Also in diesen Bin rein und dann sollte das Ganze funktionieren. Immer wieder werde ich auch gefragt, wo hast du die Schmutzfänger her? Und da muss ich sagen, das sind nicht die original Fiat-Schmutzfänger, sondern das sind Universal-Schmutzfänger. Alle vier Schmutzfänger kosten oder haben gekostet 20 Euro. Die gleichen bekommt man nicht mehr, die sind von einem Geländefahrzeug, rein universal. Die haben eine andere Form, gehen natürlich genauso. Bloß dann kann man natürlich die Maße meiner Halterung nicht mehr so verwenden, sondern die Maße ergeben sich dann letztendlich. Also ich muss sagen, damals wollte ich eigentlich die Schmutzfänger haben für das Maxi-Chassis. Die sind erstmals schwer zu bekommen, zum zweiten sehr teuer, dann trotzdem relativ schmal. Und diese Klemmbefestigung unten an diesem Falz unterhalb des Schwellers hat mir eigentlich auch nicht so gefallen, denn das korrodiert dort ganz einfach. Und deswegen habe ich mir diese Schmutzfänger bestellt und habe mir gesagt, irgendwie kannst du die schon verbauen. Und das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Ja, ich zeige euch mal in einer kurzen Videosequenz, wie ich die Schmutzfänger verbaut habe. Wir haben den Haltebock des Wagenhebers und dieser hat eine trapezförmige Aussparung. Dort habe ich eine Halteplatte außen angesetzt, die andere Halteplatte sozusagen als Gegenlager innen eingesetzt. Eine Schraube durch und schon hat man die Befestigung für den Haltewinkel des Schmutzfängers. Die Maße für die Halterung als solche ergeben sich ganz einfach, denn diese ist letztendlich auch von der Form des Schmutzfängers abhängig. Der zweite Befestigungspunkt ist die Rathausverbreiterung. Dort habe ich einfach diesen Plastikclip entfernt und eine Schraube eingesetzt und das passt einfach perfekt so. Ganz wichtig ist natürlich, dass ihr diese Wagenheberaufnahme, wo ihr dann die zwei Platten einsetzt, dass ihr die auch mit Unterbodenschutz behandelt, damit da nichts rostet. Das ist ganz wichtig. Und wenn man sich mal den Radlauf anschaut bei Fiat, ganz unten in der Ecke, da hat man, was weiß ich, das sieht ja fast aus wie eine Tasche. Dort kommt die Salzlauge rein, aber nicht mehr raus. Und da habe ich mir mit Karosseriespachtelmasse diesen Bereich ausgefüllt. Da braucht man aber wirklich hochwertiges Material. Ich habe das noch aus DDR-Zeiten zu liegen, Ubodex, und da kann ich mir auch sicher sein, dass da nichts reißt. Und da habe ich das dann so schön ausgefüllt, so dass dort Wasser und Salzlauge und alles ablaufen kann, damit da drin nichts bleibt und dann mit der Zeit eben dann auch zu Korrosion führt, denn hinter den Schmutzfänger sieht man es nicht. Und wenn ich jetzt mal das Fahrzeug wasche, dann halte ich auch mal den Strahl da hinten rein, dass da Steine und so, die scheuern könnten, sozusagen wieder herausgespült werden. Was auch immer wieder nachgefragt wird von Interessenten, die sich eben so ein Fahrzeug konfigurieren wollen: Was wiegt das Fahrzeug? Und da muss ich sagen, da kann ich jetzt mit der Masse im fahrfertigen Zustand nichts mehr anfangen, weil ich einige Nachrüstungen im Fahrzeug verbaut habe, schon ab Händler, weil das Fahrzeug auch komplett ausgestattet ist, also auch mit Campingtisch, Campingstühle, mit den ganzen Dingen, die man benötigt, Wasserschlauch und Adapter und Kabel und alles, was dazugehört, das Besteck, das Geschirr
und ist ja alles komplett Bekleidung und so weiter und so fort. Und deswegen bin ich so, wie ich unterwegs bin, mit vollem Wassertank und vollem Kraftstofftank auf die Berge gefahren und das schon mehrmals. Und da komme ich auf ein Gewicht von 3300 Kilo. Also wenn ich allein unterwegs bin, wiegt das Fahrzeug 3300 Kilogramm. Was dann noch mit dazu kommt, das ist das, was in den Kühlschrank reinkommt. 6 Kilo Getränke sind schon mit eingerechnet, denn die habe ich sozusagen immer mit auf Lager und fülle ich dann nach. Aber die Lebensmittel im Kühlschrank, die kommen noch mit dazu. Also kann man sagen, so ungefähr 3315 Kilo. Da sind natürlich die Fahrräder nicht mit dabei, das ist ganz klar. Und die Eckdaten, das ist eben das Maxi-Chassis, das ist die Anhängerzugvorrichtung, das sind die Solarpaneele und das ist die SAT-TV-Anlage, was jetzt Gewicht bringt zusätzlich. Und da muss ich sagen, damit kann man leben, wenn man das mal hochrechnet. Man rechnet jetzt die Partnerin noch mit dazu mit, sagen wir mal, 60 Kilogramm. Dann kommt man auf 3360 mit Kühlschrank, kommt man dann auf 3380. Ja, wenn man dann noch die Fahrräder mitnimmt mit Träger, das sind insgesamt dann 50 Kilo, dann ist man schon bei 3430 und dann noch die zusätzliche Bekleidung und ja, Hund muss man auch noch mit dazu rechnen letztendlich und das Futter für den Hund. Es wird auf jeden Fall knapp. Also wenn die Fahrräder dabei sind, muss man rechnen. Wenn man die Fahrräder nicht mit hat, muss man eigentlich, wenn man zu zweit mit dem Kastenwagen reist, überhaupt nicht rechnen, muss ich sagen. Und wenn man allein unterwegs ist, dann kann man schwenden, wie man möchte. Also dann kommt man eigentlich nicht auf diese 3500 Kilogramm. Eine weitere sehr häufig gestellte Frage ist die Frage, wie autark bist du? Also wie lange kannst du stehen, wenn die Sonne scheint im Sommer oder eben auch im Winter? Und da muss ich sagen, im Winter steht man 3 Tage. Ich kann jetzt momentan im Prinzip die Standzeiten sozusagen nicht mit als Referenz heranziehen, weil die Batterien jetzt schon nach 2 Jahren verbraucht sind. Aber wenn ich das mal auf das erste Jahr beziehe, kann ich sagen, im Winter steht man 3 Tage autark, auch wenn die Sonne überhaupt nicht scheint, auch wenn überhaupt keine Solarenergie reinkommt. Heute ist es ziemlich bewölkt, muss ich sagen. Man sieht so ganz trüb die Sonne und trotzdem habe ich jetzt einen Solargewinn von 0,9 Ampere. Also das ist schon mal ganz gut. Also auch im Winter, wenn man gut steht und die Sonne scheint, kommt Solargewinn rein. Aber wenn der Kühlschrank läuft, dann wird das mehr als ausgeglichen. Im Sommer würde ich auch sagen, weil die Frage explizit kam, kann man 7 Tage freistehen? Und da würde ich sagen, selbst wenn die Batterien in Ordnung sind und auch wenn die Sonne scheint und wenn man alles nutzt im Fahrzeug, also Kühlschrank und TV-Gerät und was man alles noch laden möchte, 7 Tage sind schon ein Kompromiss. Das kann klappen, wenn die Sonne wirklich durchweg scheint, aber man kann nicht davon ausgehen. Ist ein regnerischer Tag dabei, wo die Sonne nicht so scheint, dann ist unter Umständen die Kapazität der Batterien auf 60% abgesunken und dann hat man zu tun, das wieder aufzufüllen. Ich muss sagen, meine 2 AGM-Batterien haben mir im ersten Jahr gereicht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt im letzten Jahr dann oder im vergangenen Jahr war es dann doch so gewesen, dass die Batterien sehr schnell runter waren und da habe ich mir natürlich die Frage gestellt, wie kann das sein? Sulfatierung. Sulfatierung tritt eigentlich nur dann ein, wenn die Batterie tief entladen wird oder wenn die Batterie längere Zeit eben mit sehr niedriger Spannung, das kann dann schon unter 12,2 Volt sein, einfach gelagert wird. Das war aber bei mir niemals der Fall gewesen. Also die Batterie war immer mindestens über 12,5 Volt und somit sollte eigentlich Sulfatierung keine Rolle spielen. Ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht und habe mal nachrecherchiert im Internet, ob eben halt die AGM-Batterie generell ein Problem hat. Und wenn man schon mal so rangeht und sucht danach, dann wird man wahrscheinlich auch fündig.
aber ich wurde nicht fündig. Also ich habe durchaus nur positive Referenzen über diesen Batterietyp gehört. Also gerade auch im LKW-Bereich setzt man diese Batterien jetzt ein und man reduziert damit Betriebsausfälle und so weiter und so fort. Also 6 Jahre halten diese Batterien in BKWs mit Start-Stopp-Systemen und da werden ja die Batterien sehr stark sozusagen belastet und trotzdem funktioniert das. Wenn man auf Kritik stößt, dann ist das nur explizit im Wohnmobilbereich und da habe ich jetzt mal drüber nachgedacht, woran liegt das? Ich habe ja selbst eine AGM-Batterie für meinen Außenportmotor, für mein Boot und da muss ich sagen, die Batterie ist topfit und ist mindestens genauso alt. Und hier sind die Batterien kaputt. Nun muss man sagen, die AGM-Batterie hat ja sozusagen die Säure in Vlies gebunden. Man hat also sehr, sehr wenig Flüssigkeit. Und gerade im Wohnmobil starten wir das Wohnmobil. Der Ladebooster lädt die Batterie mit 15, 20, 25 Ampere, wird also geladen. Steht das Fahrzeug dann über die Solarplatten, wird die Batterie geladen. Kommen wir am Campingplatz an oder Stellplatz an, unter Umständen stecken wir Landstrom an, die Batterie wird geladen. Das heißt also, wenn die Batterie geladen wird, dann tritt natürlich ein Verlust sozusagen der Flüssigkeit auf. Ja, das ist eine wartungsfreie Batterie, die hat aber Verschlussstopfen möglicherweise drin. Also eine AGM-Batterie sowieso, ob man hier so ohne weiteres rankommt oder ob das doch irgendwie vergossen ist, weiß ich nicht. Das werde ich demnächst mal ausprobieren. Das heißt also, die Batterie steht höchstwahrscheinlich trocken, die ist ausgetrocknet. Man hat also die Möglichkeit, auch bei der AGM-Batterie destilliertes Wasser aufzufüllen, aber jetzt nicht so wie bei der Nassbatterie, dass man sozusagen diese Vliesschicht um einen Zentimeter überfüllt, sondern nur, dass man sieht, dass diese Vliesschicht sozusagen getränkt ist, also bis kurz oben hin und dann sollte die Batterie wieder fast wie neu funktionieren. Das werde ich die Tage mal ausprobieren, ob das so funktioniert. Ansonsten wird dann dieses Jahr schon auf Lithium umgerüstet, also auf die Lithium-Eisen-Polymer und da gibt es eigentlich auch schöne Bausätze und wo man sich alles selbst zusammenstellen kann, sodass die Sache dann auch entsprechend sicher ist. Eine Frage bezieht sich auch immer wieder auf Gas oder Diesel bei der Heizung und da muss ich sagen, ich habe den SLB und da gab es keine Alternative, da ist eben die Gasheizung verbaut und wer den SGX hat, der hat die Dieselheizung verbaut und ich muss sagen, Gasheizung funktioniert, hatte ich überhaupt noch keine Ausfälle in den 2 Jahren. Also damit bin ich zufrieden, ich bekomme das Fahrzeug warm, das ist auch kein Thema. Die Gasflaschen immer tauschen, das ist natürlich, sage ich mal, schon ein Aufwand, auch ein Kraftakt, den man hier eingehen muss. Das Problem hätte man bei Diesel nicht. Ich muss natürlich auch sagen, was die Zuverlässigkeit betrifft, wenn ich mir mal Videos anschaue von anderen, die die Dieselheizung verbaut haben, was die immer für Probleme haben mit Fehler im Display und so weiter und so fort, ob sich das jetzt alles auf das Problem bezieht, dass man vielleicht kein Höhenkit verbaut hat und so weiter und so fort, oder ob diese Heizung insgesamt auch störanfälliger ist, weiß ich nicht. Ein Vorteil, den man natürlich bei Gas hat, ist ganz einfach der super geringe Stromverbrauch. Also der spielt eigentlich fast überhaupt keine Rolle. Bei Diesel muss man sagen, wenn die Dieselheizung temperaturgesteuert ist, dann schaltet die ja ab, wenn die Temperatur erreicht ist. In dem Moment muss, damit das nicht raucht und nicht riecht, muss nachgeglüht werden. Startet die Heizung wieder, muss natürlich wieder vorgeglüht werden, damit die Heizung anspringt. Und diese Glühkerzen verbrauchen natürlich eine Menge Strom. Und damit würde ich sagen, also wenn es um die Autarkie geht in Bezug auf Strom, komme ich mit Gas wesentlich besser weg. Eigentlich war mein Wunsch, und damit habe ich immer geliebäugelt, schon bevor ich das Fahrzeug hatte, dass ich umrüste auf Gas-Tankflaschen. Und das war ja damals ohne weiteres möglich gewesen. Vielleicht war es immer so eine kleine Grauzone mit, aber man konnte das machen und selbst renommierte Firmen haben die Umrüstung vorgenommen und man bekam das auch abgenommen und man kannte dann auch den TÜV-Prüfer, der letztendlich dann auch das Ganze immer wieder abgesegnet hatte. Das ist vorbei. Also ich war drauf und dran gewesen, das in Auftrag zu geben und zu dem Zeitpunkt, und das
ist schon vor einem Jahr gewesen, hat das mir keiner mehr gemacht. Also selbst mein Händler hat damals umgerüstet und hat gesagt, nee, das geht nicht mehr. Wenn wir das schon machen, wir haben keinen mehr und selbst unser TÜV-Mann sozusagen ist abgesprungen, der genehmigt das nicht mehr. Da geht es natürlich um bestimmte Zulassungen, die Gastankflaschen müssen fest eingebaut werden und die müssen natürlich auch Fliehkräfte entgegenhalten können. Also man braucht dann einen richtigen Metallbock, den man verbaut, ähnlich wie beim Sitzbock, der am Unterboden sozusagen verschraubt ist mit der Karosse. Man braucht, glaube ich, 20 G in Fahrtrichtung und zur Seite immerhin noch 7 G und das ist eine ganze Menge. Aber man schreibt ganz einfach vor, dass unter diesem Bock weder GFK noch Holz verbaut sein darf. Und das kann man hier einfach nicht gewährleisten und damit fällt diese Umrüstung flach. Ich habe mich aber erkundigt auf der Leipziger Messe jetzt, man könnte sozusagen Festgastanks unter dem Unterflur verbauen. Das heißt aber, man müsste dann auf das Reserverad verzichten. Der Nachteil, der dann natürlich eintritt, ist ganz einfach der, dass sozusagen diese Gastanks der Kälte ausgesetzt sind. Und im Winter hat man eine Mischung Propan-Butan von 60% Propan und 40% Butan. Im Sommer ist das Verhältnis umgekehrt. Das bedeutet aber, dass Propan einen Siedepunkt hat von minus 42 Grad. Also Propan kann ich bis minus 42 Grad verwenden. Überhaupt kein Problem. Aber das Butan hat einen Siedepunkt von minus 0,5 Grad. Das heißt also heute leichte Minusgrade und man würde aus diesen Festgastanks nur noch das Propan verbrauchen. So, und das Butan bliebe dann sozusagen im Tank und dann hätte man immer mehr Butan drin, sodass dann nur noch Butan drin ist. Ja, jetzt könnte man sagen, ja, du kannst ja Propan tanken, aber da würde ich mal sagen, da habe ich nichts davon. Erstmal vom Preis her würde ich nichts gut machen. Also wenn ich schon umrüste, dann möchte ich auch Autogas tanken und das ist hier ganz einfach das Problem. Die Umrüstung selber kostet nicht viel, ich glaube 1.500 Euro, also das ist durchaus erschwinglich. Wer jetzt viel ins Ausland fährt und so weiter und so fort und kann das nutzen, für den ist das vielleicht doch noch eine Alternative. Einige haben auch nachgefragt, wie mache ich das mit dem Wasser im Winter, damit auch kein Wasser im Fahrzeug bleibt und im Boiler. Das ist natürlich ganz wichtig bei Frost und da muss ich sagen, also ich lasse einfach das Wasser ab, das heißt also, im Gang ganz einfach das Frostwächterventil öffnen und dann nochmal das Ventil öffnen, so dass die Leitungen leer laufen. Dann öffne ich das Ventil im Abwassertank und schraube den Deckel auf, damit das Ganze entlüften kann. Wenn das Wasser soweit abgelaufen ist, ich lasse oben dann noch die Pumpe eingeschaltet, betätige ich dann nochmal die Toilette, so dass das Magnetventil öffnet und das restliche Wasser auch noch abfließen kann. Dann öffne ich die Wasserhähne, das heißt also alle Wasserhähne auf heiß stellen zum Beispiel. Dabei kann ich schon die Pumpe abstellen und dann zischt das und dann weiß ich, dass diese Leitungen leer gelaufen sind. Dann stelle ich alles auf kalt, dann zischt das nochmal, dann laufen diese Leitungen auch leer. Man muss dann nochmal auf den Duschschlauch achten, dass man den mal so schön schräg nach oben hält, so dass auch aus diesem Schlauch das Wasser herauslaufen kann. Eventuell könnte man auch die Brause abschrauben und könnte dort mal durchblasen. Das geht auch. Viele sagen, ja, mache ich mit einem Luftballon, kann man auch machen. Direkt mit Pressluft würde ich da nicht rangehen, obwohl da eigentlich auch nichts passieren dürfte, denn das Ventil ist ja letztendlich offen. So, dann hätten wir jetzt weitgehend alles letztendlich leer. Aber was am Ende bleibt, und daran denken die wenigsten, die Wasserpumpe als solches, die Tauchpumpe, hat ein Rückschlagventil drin. Das heißt also, das Wasser läuft dort nicht heraus und diese Leitung, die bleibt auch voll Wasser. Das ist das Problem. Und deswegen lasse ich diesen Kontrolldeckel im Winter auch immer offen, so dass ich heran kann. Dann ziehe ich innen die Leitung ab und blase dann von der Pumpe her das Wasser raus. Und wenn ich die Leitung abziehe, dann läuft auch diese lange Leitung noch leer. Und dann kann ich davon ausgehen, dass letztendlich
das ganze System wasserleer ist. Wenn ich jetzt mal nur eine Nacht irgendwo wegfahre, dann nehme ich mir einen Kanister mit. Da kann ich mich auch dann, wenn ich mich waschen möchte, kann ich das Wasser erwärmen und kann das nutzen. Das ist alles kein Problem. Kann das auch nehmen für die Toilettenspielung und so weiter und so fort. Da muss ich nicht immer wieder das ganze System mit Wasser befüllen. Aber wenn ich jetzt wirklich für 2-3 Tage fortfahre und möchte auch duschen, dann muss ich natürlich das Wasser auffüllen und dann würde ich das auch so wieder ablassen. Und das hat bisher auch immer sehr gut geklappt. Ja, das war jetzt alles soweit gewesen, was ich so an Fragen so reinbekam und wo ich mir gesagt habe, da könnte man mal ein Video drüber machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss und Bye-bye, bis zum nächsten Mal.